Ja, ich möchte das zeigen, wie man bei XLearning ein Bild mit Lupe einfügen kann. Was ist Bild mit Lupe? Das heißt eigentlich nichts anderes, dass man ein Bild vergrößert darstellen könnte. Ich habe hier bereits einen Beitrag gemacht. Das wäre in dem Fall hier dann diese Grafik. Wenn ich dann hereinklicke, kann ich sie vergrößert darstellen. Ja, ich zeige das jetzt praktisch, wie man das umsetzen kann. Ich habe hier schon eine Unterseite vorbereitet. Wähle mir jetzt dann hier aus Bild mit Lupe. Schaut dann hier so etwas aus und ich muss dann hierher gehen und mir das entsprechende Bild aussuchen, das ich dann einbinden möchte. Klicke hier auf Bild auswählen und kann mir dann hier etwas aussuchen. Nehmen wir dann hier zum Beispiel, wir nehmen dasselbe, hier Cree, diese Karte hier, das ist jetzt JPEG-Datei und sie wird dementsprechend hier dann eingebunden. Wenn ich meine, man sollte das etwas größer darstellen, klicke ich nochmal herein. Man kann dann hier herunterfahren und könnte hier dann die Bildgröße zum Beispiel verstellen. Klicke hier mal 800 ein. Ja. Gleicht es dann immer automatisch an. Klicke hierher und habe dann eine größere Grafik. Und habe dann in sehr einfacher Art und Weise hier das größer dargestellt. Ich kann mir dann währenddessen dann eine größere Lupe dann aussuchen, kann hier den Zoom-Faktor zum Beispiel dann verstärken, verkleinern und dergleichen mehr. So ein ganz netter Effekt, den man dann hier dann zeigen kann. Natürlich würde es sich dann anbieten, hier auch dann eine entsprechende Überschrift dann festzulegen, beziehungsweise einen Untertitel festzulegen. Man könnte hier dann einfügen, Karte von Griechenland und könnte mir dann auch die entsprechende Adresse, bei der ich dieses Bild bei Wikipedia gefunden habe, dann noch einfügen. Bestätige das nach unten wieder mit dem Hackerl und habe dann hier Karte von Griechenland und hier dann die Adresse, die ich da eingefügt habe. Wenn ich das dann wieder so machen möchte, dass ich einen Link habe, markiere ich das Ganze wieder, kopiere es mit STRG-C, wähle mir hier wieder den Link und vergesse nicht hier Open New Windows, das heißt wieder eine neue Seite aufgemacht, klicke auf Insert. Und habe dann hier auf der rechten Seite einen Text, hier diese Karte, hier diese Untertitel praktisch zu dieser Karte, zu diesem Bild und könnte dann hier, wenn ich draufklicke, dann zur entsprechenden Seite dann springen. Also, du hast jetzt hier gesehen, wie man ein Bild mit einer Lupe einfügen kann.